Jo, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen League of Legends Gameplay Video. Wir spielen heute wieder Diana und wir sind bei Silber 2, 74 Punkte. Vielleicht sollte ich das nicht so erwähnen, aber naja, sollte keinen Unterschied machen. Aber da wird ein Early Fight auf der Top Lane losgebrochen. Und ja, wir spielen gegen Talon im Jungle, Talon mit Ignite tatsächlich. Also könnte sein, ich habe noch nie gegen Talon, oder habe ich schon mal gegen Talon gejungelt? Vielleicht. Dann könnte sein, dass der richtig pervers aggressiv wieder spielt, wie letztens diese Kindred. Also mal gucken. Ich hoffe jedoch nicht. Ja, ansonsten haben die auch noch Katarina und Nasus, also ätzende Champions. Wobei Nasus, denke ich, das größte Problem werden dürfte. Wir haben allerdings ziemlich viel CC gegen Nasus. Also wir haben Ryze sein Festhalten. Ich kann ihn slowen. Wukong kann ihn knock-uppen und auch slowen. Also sind auf jeden Fall nicht ungewappnet gegen das Gegnerteam. Okay, man hat Talon schon gesehen. Ah ja. Moment mal, was zum Teufel? Er hat 12 Farmer, und ist bei seinem Blue Buff. Das heißt, er hat zwei Camps geskippt. Sehr seltsam, das heißt, er wird jetzt Top-Lane sein. Also, er wird wahrscheinlich Top-Lane ganken wollen. Dass er Top-Lane ist, das weiß ja wohl jeder jetzt. Wukong hat sogar ein Wards-Ding. Der lebt gefährlich, der Boy. Der Affenboy. Okay. Botlane ist richtig heftig reingepusht, da geht nix. Jetzt hat er 20 Farmen. Das heißt, er hat die Krabbe auf jeden Fall oben gemacht. Was macht die Lulu? Zumindest ein bisschen Damage. Schade. Was zum Teufel? Drei Leute? Oh. Die haben leider nichts benutzt, glaube ich, die Botlane von denen. Oder der doch, vielleicht hat Jana geflasht, oder? Ja, genau, doch, sie hat geflasht. Immerhin was. Oh, nice. Ja, First Blood Katarina ist natürlich nicht so cool. Ich habe das Gefühl, es laggt irgendwie ein bisschen. So Mini-Lags immer mal wieder. Offensichtlich packt mein PC kein League of Legends mehr. Letztens schon mal in einem Fight so übelst den Lag gehabt, gleich am Anfang vom Game. Mal gucken. Mal im Auge behalten. Drake ist ab. Ich weiß nicht, ob Talon ein guter Solo-Drake-Macher ist. Denke aber ehrlich gesagt nicht, außer er hat Lifesteal. Ich warte aber trotzdem mal. Ach scheiße, die Botlane von denen ist auch weg. Die sind zwar wahrscheinlich back. Ja, wobei, ich mache erstmal das Ding. Okay. Oh no. Nice. Nein. Tower? Alter, Tower? Wie der Tower sie einfach ignoriert hat. So lächerlich. Es ist so lächerlich. So lächerlich. Ich hätte da drei Tower-Shots gefressen, wenn ich Katarina gewesen wäre. Glaube ich, Risk. Oh, nice. Lulu kommt sogar.
Big. Der Drake ist big. Inferno Drake mit Rice. Und einfach, dass die Gegner ihn nicht kriegen. Huge. Huge. Einfach nur huge. Okay, und ein Toxic Toplaner. Ein Teammitglied weniger, nice. Ich könnte auch 0-7-0 stehen, wenn ihm das lieber ist. In 2 Minuten. Was für ein Spack, Alter. Holy moly, ist das viel Damage. Was zum Teufel? Achso, Moment mal, das sollte ich wahrscheinlich lieber nicht machen. Ganz vergessen, dass Talon über Wände springen kann. Weil er schon ultra low war, also. Ja. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, was mir so viel Damage gemacht hat. Ich glaube, es war sogar viel Minion-Damage, oder? Aber vielleicht waren es auch einfach Nasus Q. Wahrscheinlich 2 Qs gefressen. War ein bisschen unübersichtlich, weil so viele Fähigkeiten und so viele Minions am Stissel waren. Ich würde gerade schon sagen, mich wundert es, dass der Toxic Wukong nichts geschrieben hat, aber. Baby. Oh, shit. Ach. Da hätte ich nicht aufgepasst. My bad. Wahrscheinlich einmal nicht. Oh, aber Jinx Ulti, Jinx Ulti, Jinx Ulti, Jinx Ulti, Jinx Ulti, Jinx Ulti. Hallo, warum ultet sie nicht? Das war halt ein Free-Kill. Ja, ulte doch! Benutzt ihre scheiß Ultimate nicht. Alter, wenn sie sie gleich benutzt hätte, hätte sie jetzt safe einen Kill bekommen. Die war so weit weg, die Ultimate macht ja zumindest, soweit ich weiß, immer mehr Damage, je weiter sie weg ist. Oder? Das ist doch so, Jinx. Je weiter die Ulti fliegt, desto mehr Damage macht sie, oder war das nicht so? Ich glaube schon. Bin mir ziemlich sicher, dass es so ist. Naja, check ich nicht. Ja, der hätte mindestens einen Kill kriegen können. Erst die Katarina, gut, dann kam die Jenna-Ulti, aber danach hätte sie immer noch einen Kill kriegen können. Aber gut, es ist zumindest nicht noch jemand gestorben. Ach, scheiße. Weil der Nasus hat gesehen, dass ich das mache und hat es nicht unterbunden. Sehr weird. Der hat halt legit gesehen, dass ich Herald mache und das hätte einfach nur hinlaufen müssen. Dann hätte ich schon abbrechen müssen. Schon wieder dieser Mini-Lag. I don't like that.
macht ihn eh nicht. Ich muss auf jeden Fall den Herald benutzen vor der 14. Minute wegen den Tower Plates. Der macht die nicht. Nein! Lol. Tower. Oh, schade. Oh, lol. Ist der gerade ernsthaft vor der Jinx weggelaufen, lol? Nice. Tja, das Game ist mal wieder ein klassischer Selbstläufer. Aber wenn die Botlane mal die ganze Zeit reingepusht, gut, Mitte hätte man vielleicht noch was machen können und Toplane hat es nicht geklappt. Also es ist nicht so, dass ich nichts probiert hätte. Außerdem habe ich ja alle Objectives geholt. Das passiert ja auch nicht von alleine. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich mache halt echt keinen Damage. Ups. Oh oh. Habe ich überhaupt so viel Gold? Nee. Damn. Ach, Mist. Ist der Botlane Tower immer noch nicht kaputt, aber jetzt gleich. Shit. Na ja, gut, den Flash hätte ich mir sparen. Oh shit, Nasus.
Shit. Ah, ich will den Talon killen, aber ich will selbst nicht drauf gehen. Herod, würde ich sagen, nochmal. No. Die haben einfach eine 600 Gold Bounty bekommen und sie hat immer... Oh, no, Mensch. Ich dachte, sie hat einfach immer noch eine 600 Gold Bounty. And another one. Drakolinski, welcher ist es? Mountain. Nein! Oh shit, Alter, ich bin so schlecht. Das war sogar bevor er Jumos gezündet hat. Gleich drücken müssen. Wer zögert, verliert. Oh damn. I have no mana, boys. I'm Oom. Wo kommt Pusher bei der Top Lane? Du mach doch den Tower, Junge. Der ist free. Mal jetzt den Blue Buff schnell. Ach komm. Mein Team... sind die eigentlich irgendwie... What? Kriegen die eigentlich irgendwas mit, Alter? Und vor allem, wie verlieren die in 3 gegen 4? Wir haben die in 3 gegen 4 verloren. Ich habe den Jungler und den Support weggezogen. Ach, meine Güte. Überhaupt nicht auf die Map geglotzt. Das ganze Team einfach Brain AFK. Keine Ahnung, was sie da gerade gemacht haben. Aber ich kann es mir vorstellen. Die standen wahrscheinlich einfach nur gegenüber von den Gegnern, haben Auto-Attacks gemacht und sich gegenseitig einen Mexican Standoff geliefert. Kann ich mir schon sehr gut vorstellen, wie das ausgesehen hat. Während ich da 1v2 war. Aber immerhin habe ich ihm das Gold von dem Blue Buff denied und die Erfahrung. Das ist ja immerhin schon mal ein kleines Achievement. Das ist kein guter Baron. Bei Nasus ist Botlane tatsächlich. Der kann über die Wand, oder? Ich hasse diesen Champion. Mann, was...
mein Team, keine Ahnung, was die machen, Alter. Die stehen halt einfach nur rum und machen gar nichts gefühlt. Ich meine, sie haben wahrscheinlich irgendwas gemacht, aber was? Ach. Die sind halt immer in der Nähe, aber nie kommt dir jemand zur Hilfe. Das nervt so. Jetzt verlieren wir den Herald, weil ich einfach 50 Sekunden tot bin. What the hell? Lächerlich. Aber es ist immer die scheiß Jenna beim Talon ist, Alter. Sind die pre-made oder was? Das gibt's ja nicht. Das ist so nervig einfach. Dragon Soul in einer Minute. Wenigstens haben wir keine Bounties mehr. Wenn sie jetzt nicht alle sterben, ist es egal, dass die nicht beim Drake sind. Oh mein. Auch schon wieder ein Blue Buff und der ist sogar ab, lol. Aber wir können, glaube ich, eh finishen. Oh, die haben nicht den Inhib geschafft. Es ist kein Triple Inhib. That guy is so dead, man. Warum geht er noch mal rein? I mean, nice try, I guess. Close. Beinahe hätte er sie alle fünf geholt. Aber die Gegner haben keinen Tower, sehe ich gerade erst. Not a single Tower.
GG. Ja, stelle ich mal den gleichen Top-Laner vor, den wir jetzt hatten, nur wenn wir auf der Gegnerseite gewesen wären. Aber gut, konnte er gar nicht so viel flamen tatsächlich. Alright. Alright. Jetzt haben wir quasi nochmal 18 Punkte, 92 Punkte, also noch 8 Punkte beziehungsweise einen Sieg, dann Silber 1. Oh, ich habe sogar mehr Damage gemacht als Ryze. What the hell? Und die Caitlyn gar kein Damage gemacht. Wow, das nenne ich mal eine Botlane-Diff. Einfach 15.000 Damage Unterschied, also Botlane versus Botlane. Holy moly. Das ist heftig. Danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten. Würde mich selber ein Like, Kommentar, Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.